Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. AT-Alltag auf Tier 10 mit den Ranked Battles. Mal gucken, wie gut oder schlecht es läuft. Wir sitzen hier in der Objekt 261 mit dem 3D-Skin, den es im vorletzten Schwarzmarkt zu kaufen gab. Und ja, ich habe jetzt ein paar Runden mit der AT gedreht. Die liefen ganz gut. Ja, ich überreize höchstwahrscheinlich mein Glück hier gerade. Insgesamt, ihr habt ja auch die zwei Livestreams schon gesehen zu den Ranked. Ich bin froh, wenn ich die Saison dann hier endlich durch habe und versuche natürlich alle Möglichkeiten, um das so kurz wie möglich zu gestalten. Was ist wichtig bei der AT im Ranked? Man bekommt Bonus-XP auf Stun-Damage. Man bekommt Bonus-XP, wenn man zwei oder mehr Fahrzeuge gleichzeitig beschädigt. Und man bekommt Bonus-XP, wenn man Schaden an gegnerischen Artillerien ausführt. Also, ähnlich wie auch andere Fahrzeugklassen, hat man also eine gewisse Aufgabe zu erfüllen und das versuchen wir hier natürlich. Das Schöne an der 261, sie schießt extrem schnell, sie verzeiht dementsprechend Fehler, ist sehr präzise, wie wir hier gerade sehen. Und natürlich brauchen wir aber auch dann Ziele, auf die dann auch unsere Teammates schießen. Und vor allem, wir brauchen halt Situationen, wo wir auf mehrere Leute schießen. So, hier haben wir schon 413 Support gesammelt, das ist gut. Ich habe mich hier extra verlegt. Die Arti ist sehr mobil. Das finde ich super. So, auf den SDB1 kommen wir dann nicht. Aber auf den Udes. Jo, perfekt. Ich hoffe natürlich, dass meine Teammates hier nicht so defensiv weiter rumstehen. Weil ansonsten könnte das hier eine sehr, sehr kurze Runde für uns werden. Oder wir müssen uns relativ schnell verlegen. So, E100. Kann der bitte nochmal aufgehen? Nein, kann er nicht. Dann gehen wir auf das 705 wieder. Ah, halb gesnappt. Geht leider vorbei. Die verpissen sich hier alle schon. Das heißt für mich also auch weg hier. Zum Glück sind wir in der 261 einigermaßen mobil. Der Udes könnte da jetzt schon ein Problem für uns werden. So, wir stellen uns mal hier hin. E100. 60 TP. Wow, okay. Der ging deutlich zu weit. Na, was ist denn? TVP. Wo willst du hin? Oh, da kommt schon ein EBR. So, rein theoretisch müsste man den E100 rankommen. Das Problem ist jetzt gerade hier der Felsen, der im Weg ist. So, die beiden Artis sind offen. Dann nehmen wir erstmal die. So, wir sind 3000 Hitpoints im Rückstand. Und wir kommen immer noch nicht an den E100 ran. Ja, immer noch nicht. Leo kommen wir ran. Der steht aber relativ schlecht. Da müssen wir mal gucken, dass wir in dem Modus irgendwie... Nee. Das ist ein sehr gewagter Schuss auf den Leo. EBR. Dann war auch leider nicht. So, ich würde jetzt gucken, dass ich hier noch wegkomme. Aber das könnte tatsächlich die erste Runde in der Arti werden, die relativ scheiße ist für mich. Wenn die jetzt hier im Süden das nicht auf die Reihe kriegen, haben wir gleich ein tierisches Problem. Insgesamt 0 zu 5. Ja, wir sind schon offen. Manticore, EBR oder irgendwas. Solche Runden hatte ich auch schon in der Art hier. Der Vorteil war dann immer, dass ich mich noch ganz gut aus der Affäre ziehen konnte, weil ich dann unter denjenigen war, die keinen Streifen verloren haben. Aber das sieht jetzt stark nach einer Runde aus, wo wir einen Streifen verlieren, weil wir jetzt hier auch nicht mehr von unserer Mobilität irgendwie wegkommen. Höchstwahrscheinlich sind wir gerade im Dauerspot. Und unser Team im Norden, ja, 0 zu 6. Also das ist wirklich wieder eine richtige Worst-Case-Beispielrunde für Ranked Battles, warum man einfach, das ist dieser Modus einfach so, der absolute Hass ist. So, E100 aber nochmal. Wow, okay, der Schuss dann auch noch RNG.
Und dann machst du einfach gar nichts mehr. Also dann kannst du jetzt hier noch gucken, dass du wegkommst. Aber ich sag ja, ich überstrapaziere mein Glück höchstwahrscheinlich jetzt hier in den Ranked. Weil ich jetzt in den... Ja, da bin ich schon wieder offen. Keine Chance. Also sehr viel Glück hatte auch. Und die Runden echt gut liefen. Aber natürlich auch wieder Vorführeffekt, typisch. Kommen wir an den Stritzwagen nochmal ran. Nope. An den 60 TP kommen wir auch nicht ran. Ja, 1 zu 8, was willst du machen? Du bist im Grunde von Anfang an in der Bewegung, dass du verschwinden musst. Da kommt der Manticore schon, das war's jetzt. Okay. Schön, wie der Leo mich ja als Meatschild benutzt. Finde ich super. 1 zu 10. Wenn jemand denkt, dass man in den Ranked Battles, irgendwie mit schlaueren Gegnern oder mit schlaueren Teammates zu tun hat, dann ist das gerade wieder die perfekte Beispielrunde, warum ich allen, die überlegen sollten, Ranked Battles anzufangen, davon abraten würde. Alle anderen, die jetzt die letzten beiden Saisons schon gespielt haben, tja, sorry, Dudes, aber quält euch durch. Guckt, dass er irgendwie den Belohnungspanzer bekommt. Und dann insgesamt beim nächsten Mal lasst die Finger von Ranked Battles. Zeigt Wargaming tatsächlich mal, dass dieser Modus der absolute Hass-Scheiß und Ego-Scheiß ist. Ich hab's auch im Livestream am letzten Samstag gesagt. Ranked Battles ist die Essenz des negativen, der negativen Teile in World of Tanks. Anders kann man es nicht sagen. Und der Beste aus unserem Team bekommt 160 XP. Ich würde sagen, wir gucken mal noch eine zweite Runde. Hoffentlich läuft sie dann ein bisschen besser. So, zweite Runde. Gucken wir mal, ob die ein bisschen besser läuft. Grundsätzlich, von der Karte her ist es auch in Ordnung. Ich hatte jetzt noch kein einziges Mal Himmelsdorf mit der A-Team ranked. Problem ist halt unser flacher Schusswinkel, der uns hier auf der Map könnte tricky werden. Mal gucken, ob unser EBR hier ein bisschen fit ist. Der scheint auf jeden Fall hier drüben erstmal spotten zu gehen. Mal, was er uns hier aufbekommt. Das Schöne ist wirklich, gut, ich habe natürlich auch das Maximum eingebaut, was hier geht. Das Schöne ist die Leistungsfähigkeit der Arti hier mit der Einzielzeit und der Genauigkeit. Man kann relativ schnell mal umzielen. So, kriegt er hier die Einfahrt gespottet? Oder die Durchfahrt? Also er würde ja da hoffentlich nicht ohne Grund stehen, wenn er sie nicht spotten könnte. Okay, sorry, man, aber da drüben sind Ziele offen. Ich weiß nicht, was er da versucht zu spotten, aber da haben wir jetzt einen super Conqueror. Da komme ich da ran? Ja, da komme ich ran. Aber auch nur maximal bis dahin. Was ist da am Weg? Okay, das ist strange. Ja, da reicht der Schusswinkel nicht aus. Okay, Jagd eh. Immerhin gesplasht. Am Anfang hat man immer meistens das Pech, dass die alle erstmal noch ihre Medkits ziehen. Das wird dann im Verlauf der Runde meistens besser. Da haben wir noch einen Jagd-E. Der ist zu. Okay, dann bleibt man mal auf dem Kollegen hier. Der ist, steht so schön da. Jetzt steht das safe. Muss wieder ein Stück zurück oder ein Stück vor. Und die, ja, da kommen wir aufgrund des Winkels nicht ran. Die stehen alle safe. Schöner Hit in das Heck des 140er. So. EBR. Und Leo. Ja, der Leo ist da ein schönes Ziel. Gucken, ob wir da rankommen. Schöner Hit.
Aber auch hier schon wieder 3000 Hitpoints im Rückstand. Und an den Jagd-E kommen wir dort leider nicht ran. So, Super Conqueror kommen wir auch nicht ran. Objekt 140, da kommen wir ran. Aber auch nicht so wirklich. Das hier unten, wenn er ein Stück weiter reinfährt oder so. Ja, ja. Da haben wir ihn auf jeden Fall angesplasht. So, 1:1 steht. Huch, jetzt bin ich ja rausgetappt. Das wollte ich gar nicht. 1:1 steht. Na, jetzt lass mich doch mal hier hinklicken. Danke. So, da komme ich nicht ran. Er müsste dahin zurückfahren, aber das tut er nicht. Er bleibt da drinnen stehen in der Senke. Okay, dann gucken wir mal hier. Da kommen wir. Warum kommen wir da nicht ran? Weil unser Schusswinkel zu eng, zu flach ist. So, wir müssen mal warten. So, Schuss ist raus. Schöner Hit in die Seite. Aber wir kriegen leider keinen Support. Es steht 2:1. Wir sind immer noch 3000 Hitpoints hinten. Der ist gestunt, aber das 277 kriegt da nichts auf die Reihe. Okay. Jungs. Da komme ich nicht ran. Mist. Ja, ich habe jetzt extra da an den Stein gesplasht, damit ich ihn stunnen kann. Aber ja, das ist ja ganz tricky. Da ist die Schussflugkurve einfach zu flach. Dann versuchen wir mal hier den Udes. Oh, wow, der Schuss ging zu weit. Hilfe. Oh, oh. Nein, wir nehmen es nicht raus. Es bleibt auf 12 Hitpoints stehen. Okay, es geht raus. Perfekt, okay. Super, wir waren nicht gespottet. Das ist schon mal gut. Dann können wir weiter auf dem Udes bleiben. 2500 Hitpoints, 6:6. Spannende Runde auf jeden Fall. Ah, jetzt fährt der STB-1 da safe. Nee, da ist wieder nicht safe. 7:7, 3000 Hitpoints. Der Jagd-E steht wieder treffbar. Und hier unser 268 ist ein ganz großer Held. Mal gucken, ob der Schuss trifft. Yes. EBR. Ist natürlich ein Problem, das ist klar. Da müssen wir uns irgendwie drum kümmern. Jetzt haut der wieder ab. Aber gut, dafür ist das 268 natürlich jetzt ganz praktisch, dass es da im Backup steht und uns gegebenenfalls gegen den EBR unterstützen könnte. Oh, STB-1 links. Hm, jetzt nicht überstürzen. Lass ihn erstmal ein Stück fahren. Er müsste jetzt mal stehen bleiben. Okay, er bleibt nicht stehen. Okay, jetzt ist die Runde im Grunde durch. Da kommt der EBR. Der wird uns jetzt gleich holen. Keine Chance. Der jagt eh. Ja. Hier, er müsste jetzt mal hier hinfahren. Ich komme hier höchstwahrscheinlich nicht mehr raus aus der Nummer. Die beiden hier drüben kriegen den Finger nicht gezogen. Und, jop. Das war's dann gleich. Der STB-1 wird jetzt hier gleich auftauchen. Wegkommen tun wir hier nicht mehr. Wir können maximal noch unseren Schadensoutput hier erhöhen. Leider hat auch niemand auf den EBR geschossen. Das Objekt hier drüben wäre nochmal eine Option. Ich sehe gerade auch nicht, wo der Jagd-E hinzielt.
Der geht jetzt auch raus. Ja, und damit ist die Sache im Grunde durch. Wir können hier nochmal gucken, ob wir auf den Prosciutto kommen. Schuss ist raus. Können die nochmal stunnen? Kriegt der Udis nochmal einen Schuss raus? Nope. Ja, da hätten wir nochmal Schaden machen müssen, um jetzt hier erfolgreich vielleicht noch irgendwie den, ja, den Streifenverlust zu verhindern. Der EBR, was soll ich sagen, nimmt uns jetzt hier raus. 8:11. Leider jetzt zweimal in Folge verloren, aber ja, perfekt halt, um auch wieder Anti-Werbung für die Ranked Battles zu machen. Geht der nochmal auf? Nein. Gut, hätte ich einfach schießen müssen. Und dann gucken wir gleich mal in die Auswertung. Ich weiß auch nicht, warum der E50 immer noch da auf der Seite steht. Das Objekt, wow. Hallo, guten Morgen, da ist ein EBR. Ich überlege, solche Leute echt zu reporten. Ich weiß nicht, warum er da hinten rumsteht. Er hat im Grunde nichts dazu beigetragen. Er hat sich auch nicht verlegt, als klar war, dass der STB-1 von der Seite kommt. Und das ist halt diese eine der negativen Essenzen von Ranked Battles, weil die Leute einfach, ich finde, sie spielen noch schlimmer als in Zufallsgefechten. Und dann haben wir jetzt hier zweimal verloren. Aber hey, es ist halt Ranked Battles, ich reg mich da permanent drüber auf, mein Puls geht jedes Mal hoch und ich brauche 5000 Baldrian-Tabletten, um diesen Modus zu ertragen. Oh, mehr braucht man dazu eigentlich auch nicht zu sagen. So. Gucken wir mal noch auf die Auswertung. 2100 Schadenspunkte. Wir haben, glaube ich, noch blind was getroffen. Wobei, nee, das war noch, das wurde noch gewertet auf das Objekt. Gucken wir mal, was jetzt hier in der Auswertung, ob wir einen Streifen verloren haben. Nee, gerade so nicht. Das ist natürlich gut. Kein Streifen verloren. In der ersten Runde, die wir gespielt haben, haben wir einen Streifen verloren. Das ist halt der Trick bei Ranked Battles, dass man in den Loose Matches halt versucht, den Streifen nicht zu verlieren, aber natürlich versuchen das auch alle anderen. Ja, am Ende hier ein EBR mit wie viel Spotting? 4200. Unser Light, wow, mit 0 Damage und 1300 Spotting. Unser EBR, der am Anfang auf die Position gefahren ist, nichts gespottet hat, 700 Damage, 1100 Spotting. Da weiß man auf jeden Fall, wer die Runde hier verloren hat. Das war nicht die Arti oder irgendjemand anders. Es war hauptsächlich die Lights, die halt ihren Job nicht entsprechend gemacht haben. Naja, gut. Das soll auf jeden Fall Arti im Rank gewesen sein. Das kann ganz gut funktionieren. Wenn die Map-Rotation scheiße ist und ihr bekommt dann immer Kack-Maps, also ich sag nur Fischer, nee, nicht Fischerbucht, sondern Lakewell oder auch, also Lakewell finde ich schwierig als Arti. Oder Himmelsdorf natürlich, dann habt ihr eine richtige Arschkarte. Weil selbst mit anderen Panzern, egal welche Klasse, kann man auf Himmelsdorf zum Beispiel immer noch mehr machen als mit einer Arti. Da seid ihr einfach flexibler, aber was soll's, so ist es halt. Lasst mir gerne eure Meinung dazu da. Einerseits zu Ranked, andererseits zu der Kombination Ranked und Arti. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Unterstützer. Namentlich genannt sind das Thomas, Irondahl und Ködö. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.